Herr Schulz, Sie haben ja als Kanzlerkandidat sich die Option offen gehalten, in ein Kabinett von Frau Merkel einzutreten. Da es Zweifel gibt an der Festigkeit dieser Absage an eine große Koalition, sagen Sie heute, ich werde niemals Minister unter Frau Merkel oder in einer CDU-CSU geführten Regierung. Herr Sturm, jetzt muss ich noch mal zurückfragen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe als Kanzlerkandidat nicht ausgeschlossen, in eine Regierung von Frau Merkel einzutreten. Wo haben Sie das denn her? Sie haben sich doch ausdrücklich offen gehalten, in ein Kabinett Merkel einzutreten. Wo? Wann? Vor 2 Wochen habe ich Sie gefragt, ob Sie das ausschließen, wie Ihr Vorgänger Per Steinbrück. Da haben Sie darauf verzichtet. Deswegen jetzt die Frage, schließen Sie aus, Minister unter Frau Merkel oder der CDU-CSU-geführten Bundesregierung zu werden? Wo haben Sie mich das denn vor 2 Wochen gefragt? Hier. Hier? Die Kollegen waren dabei. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Echt? Sie können ja jetzt die Frage beantworten. Dem Vernehmen nach. Wiederholen Sie die Frage nochmal. Ich bin da ein bisschen schwer von KP. Herr Schulz, schließen Sie aus, dass Sie in ein von Frau Merkel oder von der CDU-CSU geführtes Kabinett eintreten als Minister? Ja. Ja, ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie eintreten. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung. Ja. Nein. Ja? Ja. Ihnen persönlich gute Besserung. Sie sind ein bisschen krank, haben wir gelernt. Nein. Nein. Ja. Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen Sie in die Fresse. Der Putin, der lacht uns doch aus, ganz im Ernst, ja? Wenn wir hier als einzige Partei dem Bundestag noch wirklich klar Meinung gegen Putin sagt, oh, wir können jetzt hier die demokratische Bewegung in der Ukraine nicht legitimieren, weil da ist ein Polizeichef rechtsradikal. Also tut mir leid, das geht nicht. Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Nein! Ich mach mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Betschi! Betschi! Ihr lieben Genossen, Genossinnen, vielen Dank.